soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Oh, halt die Fresse, auf so zu reden. So. Falls wir jetzt gleich Pokémon begegnen. Ich habe mir das so überlegt, sobald wir Pokebälle haben, startet die Nuzlocke Challenge. Also ist es total egal, wenn wir jetzt Pokémon begegnen sollten. Wir werden nachher hier trotzdem eins fangen. Vivian! Vielleicht wirst du nachher meins sein. Mal schauen, was es sich so ergibt. Bis dann, für den Beginn werde ich dich erstmal in Stücke reißen. Beziehungsweise Haruka tut das. In Stücke reißen. Ja, mit Pfund. Hallo Händler! Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte mal mit mir? Mit? Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Der ist an dem blauen Dach zu erkennen. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item quasi als Werbegeschenk für dich. Trank erhalten. Ein Trank kann zu jeder Zeit angesetzt werden. Da ist er in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon Center. Ja, weil ein Pokémon Center kann man nicht überall hin mitschleppen. So eine tragbare Schwester Joy. Ich will mein eigenes Poké Center im Taschenformat haben. Das wird auch nice. Aber jetzt suchen wir erstmal nach Briggs, der sich wohl kaum dort oben befindet. Route 103! Und du guckst zum Wasser hinaus. Mein Pokémon ist unglaublich müde. Ich hätte einen Trank mitnehmen sollen. Ja, ich habe Tränke. Willst du... Nein, du bekommst keinen. Ich behalte sie. Ich brauche sie selber. Das hier ist Nuzlocke. So, dieses und dieses Leben an Route 103... Hey, da ist der Chicken. Oh ja, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, nicht wahr? Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch einen kleinen Kampf austragen. Ich bringe dir bei, was ein Trainer wissen muss. Und auch viel mehr, wenn du willst, Süße. Danke, aber... Nein, danke. Flammy! Gucken! Das würde eigentlich mehr zu Chicken passen, weil Flammy ist ja ein Küken. Ne? Aber Chicken ist kein Küken mehr. Nein, Chicken ist ein Küken. Ja, heul mich zu. Heul doch. Heul doch, Flammy. Heul doch. Oh, mein armer Angriff. Dafür gibt's Rache. Silberblick. Bald habe ich überhaupt gar keinen Angriff mehr. Egal. Dann werde ich wirklich heulen. Haruka! Wehe, du stirbst! Aber Nuzlocke fängt ja erst dann an, wenn ich Pokébälle habe. Katza! Aber trotzdem war Flammy keine große Bedrohung. Noch nicht. Haruka reicht Level 6. Und lernt Absorber. Oh, schön. Aber wo du gerade ein Level up hast. Zwei Level up. Sorry, Haruka. Zwei Level ups. Ich wollte schon sagen, alle guten Dinge sind drei. Also komm, Haruka, noch ein Level up. Los, los. Hey Chicken, das war gar nicht so übel. Und wir haben Geld gewonnen. Ah. Ich denke, ich habe es kapiert. Ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Du hast dein Pokémon noch nicht lange und
doch mag es dich schon. Chicken, ich glaube, du kannst mit jedem Pokémon Freundschaft schließen. Wir sollten nun zurück zum Labor gehen. Okay, gehen wir zurück, aber erstmal heile ich Haruka. Haruka, Haruka! Haruka, Haruka! Ja, irgendwann gibt es ein Pokémon, das Haruka heißt. Bestimmt. Stimmt, du darfst doch jetzt nicht mehr Gekabor sagen. Du musst Haruka sagen. Gekabor! Böse. Mann, ich bin es so aus Tales of Phantasy gewohnt, dass ich mit Select das Menü öffne. Wieso? Ah. Bericht. Du hast ein sachtes Wesen. Sacht. Ist super. Spezialverteidigung wird zwar gestärkt, aber Spezialangriff ist sowas von abgefuckt. Spezialangriff ist trotzdem höher als ein normaler Angriff. Haha. Ach toll, das ist ein scheiß Wesen. Haruka, wieso tust du mir sowas an? Das ist scheiße! Ich gehe nun in das Labor meines Vaters. Chicken, du solltest auch zurücklaufen. Egal. Scheiß auf Spezialangriffe. Wenn er ein bisschen geschwächt ist. Hallo, Professor Briggs! Oh, hallo, Chicken! Ich habe gehört, dass du Briggs besiegt. Super, das war dein erster Pokémon-Kampf gegen einen Trainer. Briggs hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Briggs besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Ja, das hilft mir bei meinen Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Und Chicken erhält Pokédex! Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Briggs geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Ah, du hast auch ein Pokédex. Briggs, du standest daneben, als dein Vater mir den Pokédex gab. Tu nicht so überrascht. Na dann, ich gebe dir dies. Pokébälle, ab jetzt beginnt die Nuzlocke. Ab jetzt ist... Ja, Chicken packt die Pokébälle weg. Weißt du, je mehr Pokémon du besitzt, desto mehr Spaß macht es. Ich reise viel umher, um die unterschiedlichsten Pokémon zu finden. Und wenn du ein cooles Pokémon... Wenn ich ein cooles Pokémon sehe, versuche ich natürlich, es zu fangen. Was verstehst du wohl unter cool? Hier, die Pflanze. Das ist in Wirklichkeit ein Pokémon. Los, fang es. Weil das ist ein eingetopftes Hyrapla. Ey, Knirpsin, was machst du von meinem Haus? Bist du Pokémon fangen? Viel Glück. Mami! Chicken, hast du dich schon Professor Birk vorgestellt? Oh, was für ein hübsches Pokémon. Du hast es von Professor Birk erhalten? Toll! Du bist das Kind deines Vaters. Wieso hat er sich auch Kekabo als Starter ausgesucht? Wunderbar! Wunderbar! Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling. Für eine Abenteuerreise sind diese Turbodrehter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Chicken zieht die Turbodrehter an. Chicken! Für die Schuhe gibt es eine Bedienungsanleitung, weil es im echten Leben auch eine Bedienungsanleitung für Schuhe gibt. Halte den B-Knopf gedrückt, wenn du die Turbodreher anhast, um zu rennen. Schlüpfe in diese Turbodrehter und erobere die Welt da draußen, weil mit Schuhen kann man die Welt erobern. Funktioniert auch im echten Leben. Meinst du, warum Menschen Schuhe tragen? Menschen sind die Herrscher der Welt. Denn sie sind neben den Insekten die am meisten
bevölkerste Spezies auf diesem Planeten. Eigentlich gehört die Insekten in die Welt. Es gibt mehr Insekten als Menschen. Sich vorzustellen, dass du nun ein eigenes Pokémon besitzt, dein Vater wird überglücklich sein. Aber sei bitte vorsichtig, sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Nein, kann ich nicht, das ist eine Nuzlocke. Ich darf nur ein Pokémon pro Polgebiet fangen. Knups. Viele Pokémon springen dich im hohen Gras hier an. Wenn du Pokémon fangen willst, musst du ins hohe Gras gehen und sie suchen. Oder sie kommen einfach zu mir. Und? Welches Pokémon? Vivien. Vivien. Okay. Vivien. Bist du schwach? Bist du schwach? Pfund. Ja, ich glaube, das reicht. Beutel. Nein, keinen Trank. Man fängt Pokémon nicht mit Tränken. Chicken, was tust du da? Bleib im Ball. Bitte, Dankeschön. Man muss nur bitte sagen, Leute. Sag bitte und euch wird jeder Wunsch erfüllt. Vivien wurde gefangen. Biss. Es bedroht seine Feinde mit gefletschten Zähnen. Fliehende Gegner hetzt es nach. Vivien macht auf der Stelle kehrt, wenn der Gegner zurückschlägt. Und du wirst Kiba heißen. Kiba. Das japanische Wort für Reißzahn. Weil... Das hat Zähne, ne? Zähne! Das ist ein Hund! Naja, eigentlich... Hyäne, aber... Egal. Hitzig. Spezialangriff... wird gestiegen... Verteidigung gesenkt. Du bist Angsthase. Ja. Spezialverteidigung. Na, wunderbar. Egal. Da, 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 da. Mami! Heile mich! Heile mich! Du bist doch auch... Du warst mal Schwester Joy. Wie geht es dir, Chicken? Du siehst müde aus. Ich denke, du solltest dich etwas ausruhen. Pass auf dich auf, mein Schatz. I know. So, ein Trainingskampf können wir noch machen. Jetzt kommt ein... Chicken, hier gibt es kein Mew. Eigentlich schon, aber nicht für dich. Tackle! Ziehst du viel ab? Ziehst du viel ab? Die Initiative wird gesenkt, bla bla bla, ist mir egal. Bald habe ich keine Initiative mehr. Oh, zwei. Toll. Kiba. Böse. Ach komm. Es geht schneller, wenn ich auf Haruka wechsle. Die Folge ist ein paar Dings vorbei. Oh, wir dürfen ja nicht überziehen. So geht das, Kiba. So geht das. Nimm dir ein Beispiel an Haruka. Oh Gott. Na
Naja, aber ich denke, das war's jetzt erstmal fürs Erste mit Pokémon Smaragd der Nuzlocke Challenge. Wir haben zwei Pokémon. Oh, wunderschön. Und bis zur nächsten, Freunde. Ja, bis zur nächsten Folge, ihr Freunde der Nacht. Bis zur nächsten... Egal, tschüss.